ihr lieben Meckereien. Ja, mich hat's gestern richtig zerrissen. Also das Essen war alles andere als gut. Von daher vielen lieben Dank an alle, die mir gute Besserung gewünscht haben. Ja, ich habe mich heute ausgeschlafen, beziehungsweise gestern ausgeschlafen, fast einen halben Tag gepennt. Und wie ihr sehen könnt, ist es wieder Voronzeit. Also ich weiß nicht, da könnt ihr es sehen, auf der kleinen Kamera, die jetzt hier steht. Da habe ich auch übrigens, ich hole sie mal hier rüber, tada, der hilft mir jetzt, der Kleine. Und von daher ist es echt ein geiles Teil. Kann ich jedem nur empfehlen, der das Ding braucht und der mal so eine Kamera halt mal entsprechend winklig aufbauen muss. Hilft. Genau. Was machen wir heute? Heute bauen wir uns das Hotend zusammen, denn gestern kam überraschenderweise per Post, oder vorgestern, ich weiß nicht, gestern glaube ich, überraschenderweise, nein, da sind keine illegalen Substanzen drin. Ich weiß nicht, was ihr wieder denkt. Da sind Self-Tapping-Screws drin und die hat mir Frank zukommen lassen. Von daher vielen lieben Dank, Frank. Du bist mein Lebensretter, denn die Originale sind immer noch nicht da. AliExpress hat mir mittlerweile eine Mail geschrieben, dass der Aktionszeitraum entsprechend, wo ich dann sagen kann, okay, das Zeug ist angekommen oder einen Refund beantragen kann und alles drum und dran mittlerweile ausläuft. Ich habe jetzt gesagt gehabt, Leute, ich hätte gerne einen Refund. Dann hat es geheißen, nein, geht nicht, du bist noch nicht genau in der Zeitperiode, wo das funktioniert. Ich kapiere die Seite nicht. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut, egal. Da haben wir jetzt ein paar, damit können wir den ersten Drucker zusammenbauen und hoffentlich kommt der zweite Teil auch noch, oder hoffentlich kommen die original bestellten Druckteile auch noch, dann können wir nämlich den zweiten Drucker auch noch zusammenbauen. Genau. Dann ist heute überraschenderweise was gekommen. Also es kommt so nach und nach. Da habe ich, glaube ich, auch Februar, März irgendwann bestellt. Ja, super. Was ist das? Das sind PTFE-Schläuche. Centartikel. Ja, ist nicht wirklich viel. Vor Monaten bestellt und dank Corona heute erst ausgeliefert. Ich habe das böse C-Wort wieder gesagt. Ich weiß, ja. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen und ihr habt noch keine Probleme damit. Genau. Zudem habe ich jetzt hier mal meinen Schraubendreher mitgenommen oder Schraubenzieher, je nachdem. Grüße an alle da draußen. Yay. Und ich habe mein iPad hier, weil als ich das letzte Mal danach geguckt habe, wie ich das Hotend zusammenbaue, ist natürlich schon eine Weile her. Ja? Von daher muss ich jetzt erstmal nochmal nachgucken. Es hat halt eine Weile gedauert, bis ich jetzt überhaupt die Bauteile alle zusammen hatte, dass ich jetzt weitermachen kann. Genau. Und da sehen wir auch schon gleich als erstes. Okay, das Teil habe ich schon zusammengebaut. Das sieht man hier. Ja. Passt soweit. Na, fokussierst du? Oder auch nicht. Jetzt. Passt soweit. Ist ganz cool. Legen wir mal da vorne zur Seite. Und jetzt kümmern wir uns erstmal hier um die Lüfter. Das bedeutet, ich räume mal den Kram da zur Seite. Und rutsche mal da so einen Schritt rüber. Hol die Kamera mal ein bisschen näher bei. Oder auch nicht, nein. Ich zoome einfach näher ran. So, genau. So. Aber welchen Schraubenzieher brauche ich denn jetzt da? Welchen Aufsatz? Ich glaube, den hier, der sollte reichen. Und dann nehmen wir uns mal, ich habe gesehen, Frank hat da nicht nur M28er reingepackt, sondern auch längere. Ich weiß jetzt nicht, wofür die längeren da sind, aber ich vermute mal, die braucht man später auch noch irgendwie. So. Und Chris hat mir gesagt, ich soll es kleben. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich habe natürlich keinen Bock, jedes Mal das Ganze zu zerreißen. Und da hat es Klick gemacht, da geht's rein. Ja, das ist aber zu klein, der Schraubenzieher. Der Aufsatz ist noch zu klein. Nutzen wir mal den hier, vielleicht funktioniert der besser. Ja, der funktioniert. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ich möchte natürlich nicht jedes Mal hier den ganzen Lüfter halt neu bestellen oder so in Richtung, weil Geld genug habe ich nicht. Das ist ein schöner, gut gemeinter Rat dann mit dem Kleben. Aber muss natürlich nicht sein. Und die dritte Schraube auch da. Telefon. Telefon hat endlich Akku wieder. Genau. Habe ich eben auf die Ladestation gestellt und jetzt gibt es endlich wieder Akku. Wuhu. So, erster Lüfter ist verschraubt. Zweiter Lüfter, komm her. Ba, 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 ba.
Und nachher gibt es wieder die gute alte Pizza zum Mittagessen. Da kann man nämlich nichts falsch machen, da kriegt man auch keine Magenschmerzen von und nichts. Das sind so Nerds wie wir, sind das einfach gewohnt, dass wir halt ganz normale Pizza essen, ja? Genau. So. Und jeder, der was anderes behauptet, hat noch nie eine gute Pizza gegessen. Ha, nein, Quatsch. So. Und die letzte Schraube. Drin ist er. Damit wäre das erstmal erledigt. Ich lege mal die Schrauben darüber, weil wir brauchen gleich noch welche. Komm mal her, ich gebe die mal da alle aus. Ganz vorsichtig, damit sie nicht wegrollen. So, das haben wir erledigt. Jetzt kommen diese zwei Teile an dieses Teil hier ran. Okay, schauen wir uns das mal an. Dazu brauchen wir auch wo sind die Schrauben, die man dafür braucht? Die M28 auch nochmal. Okay, gut. Nochmal M28er. Die hier sind definitiv zu lang. Frank, was hast du mir da geschickt? Da. Aber wie soll ich denn da reinkommen? Das wird eine Challenge. Das könnt ihr jetzt leider da so. Ich versuch's mal so. Ja, das hält nicht. Blub. Und dann da so rein. Erste Schraube sitzt. Die ist wieder zu lang. Das ist nicht die M28, die ich brauche. Das ist nicht die M28, die ihr sucht. Mag da auch nichts kaputt biegen. So. Das wäre soweit. Dann kommt die nächste Seite. Da kommt noch eine kleine M28. Da. Da ist eine. Na, geh rein. Kleines Schräublein. Und da ist noch einer. Die anderen sind zu lange. Frank, ich weiß nicht, warum du mir die langen mitgeschickt hast. Ich habe die jetzt noch nicht in der Anleitung gesehen. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, was du mir mit Sicherheit unten in die Kommentare schreiben oder über Discord nochmal. So diskret, wie ich dich immer einschätze. Ich hoffe, das ist jetzt scharf da auf der anderen Kamera. Ich kenne den Autofokus von der Samsung nicht. Ja, ich habe da noch eine Samsung-Kamera als mit Autofokus. Und von daher, seht es mir bitte nach. Okay. Jetzt haben wir das Teil und dann kommt hier quasi Hochzeit. Oh, das ist jetzt echt Frickelarbeit. Genau da lang muss das Kabel und da lang muss das Kabel. Ja, aber das muss noch höher. So. Ja, das habe ich. Und das wird nicht an der Seite noch irgendwie festgeschraubt oder so? Okay, crazy. Verrückt. Okay. Verrückt. Verrückte Welt. Ich glaube, ich habe da nur Schrauben reingepackt, die da noch nicht reingehören, oder? Nein, habe ich noch nicht. Gut, da können wirklich nur zwei Schrauben rein. Ich bin beunruhigt, aber auch... Okay. Na. Ich merke gerade, ich habe die Schrauben nicht da. Ich habe die jetzt nicht bereitgelegt. Schauen wir doch mal, welche brauchen wir denn da? Die M325. Moment. Erst einmal... Ach, verdammt, das ist der falsche Lüfter. Nein, den meine ich doch nicht. Den hier muss ich holen. Ich habe den falschen Lüfter bereitgelegt.
Ich hoffe, das ist jetzt der richtige. Okay, das, was die erklären in der Anleitung, funktioniert so nicht, weil die gehen darauf, dass quasi... Na, stell scharf. Ja, das hier oben oder da auf der Rückseite entsprechend so eine Einbuchtung ist. Sorry für das Gewackel. Das hat weder dieser Lüfter noch der andere. Jetzt ist die Frage, wie rum ist die blaue Richtung? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Sind da nicht normalerweise Pfeile irgendwo drauf? Ich sehe jetzt da keine. Ah doch, ja, hier, da sind Pfeile drauf. Wusste ich doch, dass es sowas gibt. Still scharf. Ne? Boah, die Kamera mag es nicht heute. Ne? Da, und hier oben sind Pfeile drauf. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier oben, der zeigt, dass in die Richtung, glaube ich, geht's, oder? Ja, genau, in diese Richtung bläst der Fan. Das heißt also, wir müssen reinblasen. Das bedeutet auch wiederum, dass wir den dann... Die Kabel müssen da so lang. Das wird eine Challenge jetzt gerade, wie ich denn den Lüfter da reinbekomme. So rum. Und wie rum kommt das dann drauf, dass die Knippe oben sind? Genau. Okay, und jetzt das Hotend wieder rein. Mit der Düse natürlich nach unten. Verdammt, ich habe was vergessen. Ha! Ich habe was vergessen. Das war natürlich logisch, dass ich sowas vergesse. Ich habe hier unten den Thermistor vergessen. Ich habe vergessen, das Kabel hochzulegen. Das ist natürlich ein bisschen dumm jetzt. Also wieder raus. Sorry, my bad. Ach, der muss natürlich da oben mit. Da muss ich mir was überlegen, weil das passt so nicht. Das könnt ihr hier mal sehen. Da ist nämlich dieser Stecker drauf von dem Thermistor und ich habe keinen anderen. Wer das weiß, kann es hier mal unten in die Kommentare schreiben, ob es da einen Trick bei gibt. Ansonsten würde ich versuchen, halt das Kabel irgendwie hier hinten lang zu legen. So irgendwie hier. Und das dann da oben rauszuführen. Das ist zwar auch nicht ganz schick. Ja, kann man auch machen. Muss man mal gucken. Ja, und da habe ich einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Da muss ich meinen Plan kurz ein bisschen ändern. Was ist passiert? Ich habe versucht, hier entsprechend das Kabel hier hinten drin mit einem DuPort-Connector zu verbinden oder mit einem, mit einem Molex-Connector entsprechend hier zu verlegen. Das passt natürlich hier nicht ganz rein. Wie ihr schon sehen könnt, das passt nicht da rein. Dementsprechend habe ich jetzt dann versucht, erst das Ganze zu löten. Das hat auch nicht funktioniert und letzten Endes habe ich das Ganze einfach mit ein paar DuPort-Connectoren, mit ein paar Terminals verbunden. Da kommt jetzt noch Stromschlauch drüber. Natürlich über jedes einzelne, sonst haben wir einen kurzen, das ist natürlich logisch. Und dann wird das Ganze schön verbaut. Mal gucken, die hier, ja, komm, die sollten reichen, oder? Die sind noch zu groß. Ach komm, die hier passen perfekt. Die passen doch bestimmt perfekt drüber. Und dann wird das Ganze schön erhitzt, damit es sich drüber zieht. Und Ton ist da, ja, Ton ist da. Eben habe ich nochmal eine Aufnahme gemacht, da muss ich das Ding wieder auseinanderbauen, weil ich vergessen habe, wieder umzustellen auf den richtigen Kanal. Genau. So. Jetzt wird das Ganze nochmal richtig schön erhitzt. Um es zusammenzuschrumpfen. Dann kann man da auch noch mal einen gemeinsamen blauen Schlauch drüber ziehen. Ich frage mich, oder nee, blauen passt nicht.
der blaue passt nicht von der Größe her. Dann ziehen wir hier so einen schwarzen drüber. Das tut's auch. Gut. Und dann haben wir jetzt hier zwei Kabel, die entsprechend miteinander verknüpft sind. Ich mache das immer ganz gerne nochmal hier, nochmal einen separaten Schrumpfschlauch drüber ziehen. Das sind ja keine Schlümpfe. Ganz einfach, damit das hier so entsprechend ganz ordentlich aussieht. Ja. Und das halt ein richtig schöner Kabelstrang ist und den man auch gut verlegen kann, der auch recht verbindungssteif dann noch ein bisschen ist. Macht einfach einen besseren Eindruck. Genau, dann kommt das Ganze jetzt hier so irgendwo rein. Dann kommt der Lüfter drauf. In welche Richtung geht der Lüfter nochmal? So rüber. Das ist natürlich ein bisschen schade, dann machen wir das so genau. Dann kommen die Kabel sich auch nicht in die Quere vom Lüfter und vom Eis, vom Thermistor. Ja, der Schrumpfschlauch ist noch richtig schön heiß, jetzt gerade vom Feuerzeug. Na, komm schon. Wo hängt er denn jetzt gerade? Da hängt er jetzt gerade. Super. So, das Ganze hier rein, dann hängen hier oben die Kabel raus, auch schön. Genau so, wie es sein sollte. Und dann last but not least, kommen dann nochmal hier ein paar Schrauben rein. Und zwar M325er. Kommen hier rein, wenn denn das Hotend entsprechend von der Höhe her richtig passt und richtig sitzt. Na. Nee, das bin ich so richtig. Jetzt schneidet es rein. Gut. Die Lüfter, die ich hier bestellt habe, sind ein bisschen merkwürdig. Also ihr müsst euch nicht wundern, aber die haben nicht diese Einbuchtung, nicht diese Einlässe für die Socket-Head-Screws. Vielleicht werde ich dann nochmal bei der nächsten Bestellung nochmal ein paar Button-Head-Screws mitbestellen, damit die einfach nicht so weit drüber hinaus gucken. Das finde ich nämlich gerade nicht so schön. Das ist halt nicht wie bei den Noctua-Lüftern. Ich habe auch noch einen anderen, deswegen habe ich mich eben so ein bisschen gewundert, von Sanlu oder wie sie heißen. Die können das auch nicht irgendwie. Na, da. So. Und damit hätten wir quasi das Hotend fertig. Da oben geht quasi das Kabel alles raus. Das geht dann an einem großen Kabelstrang später nach hinten entsprechend raus und damit wäre das Hotend soweit verbaut. Da kommt noch ein PTFE-Schlauch rein, den müssen wir nochmal abmessen und zusammenschneiden. Und wer jetzt nicht verpassen will, wie das Ding fertig eingebaut wird und wie denn der Drucker am Schluss fertig verbaut ist, wie das denn alles aussieht und wie das denn alles wird am Schluss, der sollte den Kanal abonnieren. Und ich merke gerade, ich habe noch was vergessen. Typisch für mich halt entsprechend. Ich habe nochmal vergessen, hier die Kabel entsprechend für das Heizelement durchzulegen. Aber das kriege ich noch hin. Kriege ich noch im Nachgang hin. Für euch gibt es jetzt noch ein bisschen B-Roll. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing.